jede große Demo, die jetzt stattfindet, soll verhindern, dass die Leute nachdenken, was eigentlich um sie herum passiert. Peter Hane hat vor ein paar Tagen in einem Interview mit der Jungen Freiheit etwas gesagt, was uns wirklich mal zum Denken geben sollte. Also wir beklagen das ja schon die ganze Zeit, aber das sollte der Regierung wirklich mal zu denken geben und alle, die die Regierung noch unterstützen. Und auch Julian Reichelt hat so ziemlich dasselbe gesagt, aber schaut's euch mal an. Und inzwischen ist es so, um die Realität zu verdecken und zu verbergen. Jede große Demo, die jetzt stattfindet, soll verhindern, dass die Leute nachdenken, was eigentlich um sie herum passiert. Und es bangen Leute heute um ihre Existenz. Und jetzt sage ich mal einmal, was mir auch für das Buch emotional unter die Haut ging. Wenn ich hier in Berlin, Uhlandstraße, direkt am Kudamm, wo alles edel und wunderbar ist, kommt eine gut gekleidete ältere Dame auf mich zu. Und ich dachte, die wollte jetzt sagen, Herr Hahn, ich kenne Sie ja vom ZDF oder was auch immer. Und die sagt mit leiser Stimme, haben Sie Pfandflaschen für mich? Hm. Und dann ist bei mir jetzt der Spaß zu Ende. Ich bin ja bereit, über alles zu diskutieren. Wenn eine deutsche Frau, die ihr Leben lang gearbeitet hat und in die Rentenkasse gezahlt hat, heute hier in Berlin nicht mehr ihre Miete bezahlen kann, nicht mehr ihre Heizung und nichts mehr zu essen, dann hört für mich jede intellektuelle Diskussion auf, dann muss man handeln. Dafür sollte sich unsere Regierung wirklich schämen. Und Julian Reichelt hat, wie gesagt, auch sowas Ähnliches gesagt. Dieser Kontrast an der Shisha-Bar, wo 8 Bros drin sitzen zur Mittagszeit, die nicht arbeiten, schöne Shisha rauchen, und vorbei geht ein deutscher Rentner und guckt, ist auch, du siehst auch, das ist kein Obdachlos, das ist einfach ein Rentner, und guckt davor in die Tonne, ob er noch eine Flasche oder eine Dose findet, für die er Pfand bekommt. Das ist in einem Bild, das sich täglich in diesem Land abspielt, der große soziale Konflikt in diesem Land. Das ist das, was passiert. So ist das mittlerweile in Deutschland. Da sind wir angekommen. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare.